Heidi Diethelm aus Meerstetten hat vor knapp einem Jahr an der Europameisterschaft in Belgrad Schweizer Sportgeschichte geschrieben. Erstmals überhaupt hat sich eine Schweizer Pistolenschützin über die olympisch 25 Meter Distanz auf europäischer Ebene Goldmedaille gesichert. Gleichzeitig hat die 42-Jährige den 14 Jahre alten Schweizer Rekord um gerade 3 auf 587 Punkte verbessert. Heidi Diethelm hat sich mit dieser Leistung das Ticket für die Olympischen Spiele vom 29. Juli bis zum 12. August gesichert und geht in London sowohl mit der Sportpistole als auch mit der Luftpistole an den Start. Thurgauerin gilt als Kandidatin auf dem Finalplatz und sogar auf eine Olympiamedaille. Heidi Diethelm, herzlich willkommen hier bei Sportfan TV. Sie sind eine der ersten Sportlerinnen überhaupt aus dem Thurgau, die sich für die Olympischen Spiele qualifiziert hat. Was hat das bei Ihnen gefühlsmäßig ausgelöst? Ja, das ist natürlich eine riesige Sache. Also rein gefühlsmäßig. Ich kann es noch nicht so ganz einordnen, sagen wir es so. Es braucht noch ein bisschen Zeit. Es kommt jetzt immer mehr. Jetzt gestern haben wir gerade Kleiderabgabe und so. Die Gedanken steuern jetzt schon ein bisschen mehr immer um das ganze olympische Fieber herum, oder? Aber es ist für mich persönlich eine riesige Sache und ich denke auch für mein Umfeld ist es einfach ja, unerwartet, aber hart darauf hingearbeitet. Eben, Ihre Entwicklung ist eigentlich fast ein bisschen ein Sportmärchen. Sie haben relativ spät angefangen mit dem Schiessen, Leistungssport, mit 32 und haben vor noch nicht allzu langer Zeit sogar ans Aufhören gedacht. Ja, ich hatte mit 32 das erste Mal überhaupt Kontakt mit Pistolenschiessen. Und habe dann aber relativ schnell haben sie mich da im Verein gefragt, ob ich nicht würde schiessen mit ihnen, also vereinsmäßig, hobbymäßig. Und habe dann relativ gut getroffen, gerade so von Anfang an. Und nachher war es eigentlich so, dass man über die Vergleichsschüsse, Schweizerischen oder Shooting Masters, hätte man sich können für die Nazi empfehlen können. Was dann eigentlich über ein paar Jahre nicht so wirklich gut gelungen ist. Und da war dann auch mal so ein Jahr, wo ich im 2007 gesagt habe, entweder muss ich mehr drin investieren können oder ich muss besser wissen, wie man richtig trainiert, dass es auch weitergeht. Und sonst schiesse ich einfach nicht aufhören im Sinne vom Schiessen aufhören, sondern einfach wirklich die Ambitionen, mal in der Nationalmannschaft mitschiessen, aufzugeben. Und habe mich dann aber selber ein bisschen intensiver darum gekümmert, dass ich mit den Nachwuchskader trainieren konnte. Mhm. Und so habe ich mal die Chance bekommen, auch zu sehen, wie tut man eigentlich richtig trainieren, wie ist der Trainingsumfang, den man machen sollte, damit man auch international Leistung bringen kann. Und da habe ich im 2008 angefangen und im Herbst 2008 konnte ich nachher in der Nationalmannschaft anfangen. Also das ist so mein Werdegang eigentlich und seit 2008 betreibe ich definitiv Leistungssport. Und in welchem Bereich haben Sie denn die grössten Fortschritte erzielt? Ja, ich sage sicher mal im mentalen Bereich, wo man vorne vielleicht weniger damit so konsequent gearbeitet hat. Aber auch körperlich, auch die Halteruhe im Schiessen. Ja, es spielt an und für sich ein bisschen alles zusammen. Aber hauptsächlich ist sicher das Mentale, wo ich viel Fortschritt gemacht habe. Aber können Sie uns in kurzen Worten sagen, welche Talente muss man mitbringen, dass man erfolgreich schiessen kann? Ja, zuerst muss man mal Freude am Sport haben und auch sehen, dass es ein Sport ist. Und es reicht nicht, dass man einfach nur hersteht und ein bisschen schiesst, sondern wir haben spezifisch auch Kraftaufbautraining, also Ganzkörpertraining, wo wir einfach muskulär unsere Stabilität schulen müssen. Dann ist ein Koordinationstraining, also wo man auf bewegliche Sachen trainieren, damit die Koordination Körper von Fuß bis Kopf stimmt. Ganz ein wichtiger Teil, den ich relativ früh angefangen habe, ist mit einem Mentalcoach oder mit einem Sportpsychologen zusammenzuarbeiten. Weil der Kopf macht im Endeffekt, also im Schluss, wenn einmal alles stimmt von Stabilität und Technik, ist natürlich dann der Kopf maßgebend, ob es funktioniert oder nicht. Und dann ist ganz sicher das Schiusstechnische, das ich natürlich in den letzten Jahren prioritär haben müssen arbeiten, weil ich so spät angefangen habe, habe ich mir die Erfahrung in einer kurzen Zeit müssen, relativ schnell eine gute Technik anbringen, damit es auch resultatmäßig nachher verhebt.
Eben, Sie haben jetzt Ihr Arbeitspensum reduziert. Sie arbeiten bei einem Schweizer Käsehersteller. Wir dürfen da Werbung machen, das ist Stilsiter. Und auch sind noch Hausfrauen nebenzu. Wie sieht Ihren Trainingsalltag jetzt denn aus? Also jetzt im Moment ist eigentlich mehr Training und Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, also seit letztem Herbst im Grunde genommen. Arbeitsmäßig habe ich ein Pensum zwischen 30% und 40% Maximum. Also im Moment ist es eher fast ein bisschen weniger noch wieder 30%. Und Hausfrau, da muss ich sagen, da habe ich Unterstützung von überall her, von meiner Mutter, von meinem Mann und Familie unterstützt. Da habe ich nicht so extrem viel. Da belastet mich nicht, sagen wir es so. Und Training ist eigentlich ein tägliches Training. Sei es jetzt physisches Training, Kraft- oder Ausdauertraining oder dann halt effektiv schiesstechnisches Training. Wir sehen sich jetzt am 1. Juli-Wochenende in Frankfurt an der Oder einen Formtest unterzogen. Wie ist das gelaufen? Es ist durchzogen gelaufen. Es ist zum Teil jetzt gute Sachen gehabt, wobei man muss sagen, wir sind 5 Tage intensiv am Trainieren gewesen, vorne schon dorthin. Und der Wettkampf ist in dieser Hinsicht ein Testwettkampf gewesen auch. Sportpistole ist Qualifikation ganz gut gelaufen, also konstant gelaufen, sage ich so. Luftpistole bin ich nicht ganz zufrieden gewesen mit mir. Aber ich sage jetzt rein trainingshalber, was wir in der Trainings geleistet haben, und ich sage, bin ich zufrieden mit dem Formaufbau und das stimmt auch. Jetzt gilt es wirklich auch, halt im Kopf oben Ordnung zu arbeiten, schauen, dass man genug Regeneration hat, mental auch, dass man nachher frisch eigentlich an die Wettkämpfe auf London fahren. Eben Olympische Spiele in London, 27. Juli bis 12. August. Eröffnungsfeier, immer ein besonderes Highlight für Sportlerinnen und Sportler. Können Sie dabei sein? Ich werde nicht dabei sein, wobei das ist ein Entscheid vom Athlet im Endeffekt selber. Aber wir haben es auch im Team besprochen und wir sind der Meinung, dass es besser wäre, wenn wir nicht würden gehen würden, weil wir haben die einen am ersten Tag gerade nach der Eröffnungsfeier und ich am zweiten Tag nach der Eröffnungsfeier den ersten Wettkampf. Und wir haben das schon länger vorne eigentlich besprochen. Durch das ist für mich gar nie die Emotionen aufgekommen. Ich will unbedingt an die Eröffnungsfeier, sondern steht prioritär in den ersten 5 Tagen jetzt einfach wirklich die Wettkämpfe im Vordergrund. Eben, Sie schiessen ja in zwei Disziplinen, mit der Sportpistole und der Luftpistole. Sie sind Europameisterin geworden 2011 mit der Sportpistole und gelten seitdem als Schweizer Medaillenhoffnung. Wie stufen Sie Ihre Chancen selber ein? Also meine Chance ist in dem Sinn, wenn ich einen Wettkampf abrufen kann, wie jetzt zum Beispiel letztes Jahr an der Europameisterschaft, dann stufe ich meine Chance relativ gut ein, dass ich zumindest einen Finalplatz erreichen kann. Und im Finale ist es so, hätte zum Beispiel Frankfurt oder auch gezeigt, das kann alles passieren, es kann super laufen oder es kann weniger gut laufen. Und das kann aber bei allen Athleten so sein. Und ich denke, im Finale Olympischen Spiel ist nochmal eine andere Situation, vielleicht die Emotionen gleich noch etwas grösser als an einem normalen Wettkampf. Aber das Ziel für mich ist sicher in der Sportpistole, versuchen alles zu geben, um einen Finalplatz zu erreichen. An welchen Tag stehen Sie im Einsatz? Wir sind am 29. Juli bin ich mit der Luftpistole im Einsatz und am 1. August mit der Sportpistole. Okay, dann wünschen wir Ihnen viel Glück an den Olympischen Spielen. Recht herzlichen Dank, dass Sie da gewesen sind. Alles Gute. Dankeschön.